Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Die 7 Todsünden SpongeBob Schwankopf. Ich bin seit Jahren ein Fan von SpongeBob Schwankopf und ich denke, dass die Eigenschaft jeder Figur eines der Dinge ist, die diese Show funktionieren lässt. Seitdem ich gehört habe, dass Mr. Lawrence in einem Audiokommentar auf der DVD zur Staffel 1 sagt, dass Steven Hillenburg die 7 Hauptcharaktere auf die 7 Todsünden basieren lassen hat, war ich sehr fasziniert. Ich denke, ich habe herausgefunden, welche Sünde zu wem passt. Erstens Faulheit. Patrick, Faulheit ist die Sünde der Indolenz oder der Abgeneigtheit des Handelns. Es ist offensichtlich, dass das Patrick ist. Er liegt die ganze Zeit unter einem Felsen und tut wirklich nichts. Tatsächlich hat er in der Episode Dick, Rosa und Dumm einen Preis bekommen, weil er am längsten nichts getan hat. Zweitens Zorn, Thaddäus. Zorn schließt auch die Gefühle Hass und Wut ein. Thaddäus hasst sein Leben, hasst SpongeBob und ist die meiste Zeit böse. Drittens Habgier, Mr. Krabs. Mr. Krabs ist gierig und wünscht sich viel Geld. Wie könnte Habgier nicht zu Mr. Krabs passen? Er hat sogar in der Folge Ausverkauf ein Lied über das Geld gesungen. Viertens Neid, Plankton. Plankton ist immer auf Mr. Krabs neidisch, weil dessen Restaurant Costa Crawl ein riesiger Erfolg ist, während der Abfalleimer einen ziemlichen Misserfolg verzeichnet. Sein Neid lässt ihn versuchen, die Geheimformel für die Krabbenburger von Mr. Krabs zu stehlen. Fünftens Völlerei. Ich finde, dass das hier ziemlich komisch ist. Hast du schon mal diesen Running Gag bemerkt, dass immer gesagt wird, vergiss nicht Gary zu füttern, oder SpongeBob sagt, ich muss Gary füttern? Gary ist sogar davongelaufen, als SpongeBob vergessen hat, ihn zu füttern. Die Fräßigkeit bezieht sich gewöhnlich auf den übermäßigen Genuss des Essens. So glaube ich, dass er hier ziemlich gut angepasst wird. Sechstens Stolz, Sandy. Sandy ist sehr stolz darauf, wer sie ist und wo sie herkommt. Sie ist stolz darauf, dass sie aus Texas kommt und mag es, wenn jeder es weiß. Sie ist auch stolz darauf, dass sie ein Säugetier und ein Landlebewesen ist. Zum Beispiel in der Episode zu Wasser und zu Land, wo sie versucht hat zu beweisen, dass Landlebewesen besser sind als Wasserlebewesen. Siebtens Lust, SpongeBob. Okay, ich weiß, was du denkst, es scheint wirklich etwas komisch, aber ich habe mich besonders darum informiert, wie Lust ist in einer Definition übermäßiger Liebe zu anderen. Ich denke, dass dieser am besten zu SpongeBob passt. Er zeigt seine Liebe zu anderen mit seinem übereifrigen Bedürfnis, gute Laune zu verbreiten und anderen zu helfen. SpongeBob liebt jeden um sich, auch wenn sie ihn nicht genauso lieben. So, das wollte ich mal sagen. Ich weiß nicht, was andere denken. Nur so nebenbei versucht nicht Zeichentrickserien zu analysieren, besonders nicht SpongeBob Schwankopf. Ich weiß nicht, ob die Mitarbeiter der Show absichtlich versucht haben, das durchgehend einzubauen, nur damit es komischer ist, oder ob sie versuchen, uns etwas zu sagen, das wir über den Anfang dieser Show eigentlich nicht wissen sollten. Wenn das Zweitgenannte wirklich stimmt, dann bin ich gespannt, was als nächstes geschehen wird.